Fusionszelle. Muss ich bestimmt hier reinpacken, aber ich will erstmal dann Siegesdenkmal. Es passiert nichts. Das war vorher noch nicht so. Das System muss sich beim Stromausfall zurückgesetzt haben. Wenn wieder Strom läuft, muss ich die Anmeldedaten eingeben. Und einfach mit Gewalt? Lieber nicht. Wenn das Sicherheitssystem losgeht, kommen wir da nie rein. Okay. Habe ich doch richtig gedacht. Habe den Dialog auf jeden Fall noch mitgenommen. Er sagt zu mir, ich soll die Fusionszellen gut aufheben, dabei brauche ich die für jeden Mist. Kaum habe ich eine, muss ich eine benutzen. Also sehr irgendwie. Gut. Stromversorgung wiederhergestellt. Macht dir das in meinen Augen jetzt gerade nicht unbedingt glaubwürdig? Da liegt noch Money. Und das nicht gerade wenig. Wir gehen jetzt zur Halle der Aufzeichnungen. Das ist schön. Eidos. Haben die nicht mal Tomb Raider damals gemacht? Eidos. Ist auch eine Spieleentwicklerfirma oder ein Publisher. Ich weiß es nicht ganz. Das ist ein... Das ist mein Serverraum. Da lagere ich... Dass wir hier sind. Ich glaube, ich träume. Da lagere ich doch meine ganzen Let's Plays. Jetzt müssen wir den Hyperantrieb finden. Alter, wenn du so eine Serverfarm hast, in dieser Größe, die komplett mit Energie versorgst, kannst du YouTube drauf speichern. Du bist ein Twitch-Boss. Das Überleben der Menschheit durch die stetig steigende Erderwärmung bedroht. Mother Sphere sah dies voraus und stellte sicher, dass die Menschen dafür gewappnet waren. Der äonenlange Prozess der natürlichen Anpassung wurde dabei umgangen. Die Körperzelle ersetzte das Herz und sicherte das Überleben in einer Welt ohne Sauerstoff und Wasser. Dank fortschrittlicher Bio- und Nanotechnologien gehörten die Unannehmlichkeiten des Alterns und Krankheiten der Vergangenheit an. So konnten gefährliche Industrien und letzten Endes der Weltraum selbst erschlossen werden. Wir können jetzt dem Druck der tiefsten Ozeane standhalten und sogar eine Raumstation ohne Raumanzug verlassen. Das erklärt einiges, würde ich sagen. Das erklärt einiges. Jetzt weiß ich auch, warum Eve nicht atmen muss. Okay, das ist cool. Tja, wenn man da nicht mehr auf so einen Kram angewiesen ist. Druck, Kälte scheint ja dann auch nichts mehr auszumachen. Hitze. Mother's Fear. Ist die größte und einzige Da würde ich auf dem Mars erstmal leben und auf der Venus. Genießen Sie das Leben in Ada 7, der ersten Stadt, die jemals von Mother Sphere, der Mutter der gesamten Menschheit. Ich habe keine Ahnung, veröffentlichst du eigentlich deine LPs immer um 0 Uhr? Adam, da schaut doch niemand mehr rein, wenn man die Notification bekommt. Der letzte Krieg war das Ende der Menschheit. Finde ich zu faul, mir da eine Uhrzeit auszusuchen. Dieses Video muss noch aus der Zeit davor stammen. Weil ob nun um 0 Uhr, das Video ist halt veröffentlicht, also... Eine Hyperzelle. Hast du danach gesucht? Ja, extrahiere sie aus dem Hyperantrieb. Faule Sau. Ja, dafür ist, ich sag's mal so, auf YouTube ist zu Sehr wenig gut. los, dass Wir mir da Mühe gebe. Ziel erreicht.
Und ich habe es mit Mühe probiert eine Weile. Verschwinden wir, bevor der Notstrom aufgebraucht ist. Es bringt halt alles nichts, also deswegen lasse ich es einfach so und benutze es einfach nur, um, damit ich es nicht auf der Festplatte halten muss. Wir haben sie, die Hyperzelle. Wundert mich aber, dass du da noch reinguckst. Damit können wir viel Gutes bewirken. Eve, ich danke dir. Okay. Dann kannst du mir sagen, wo der Alpha Nativa ist? Na klar, sicher doch. Es ist nicht weit. Ich bekomme bei jedem Video eine Notification. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich noch abonniert hast. Es gab mal eine Zeit lang, die mich dann, Aua! Aua, du verfickter Wichslappen. Na klar. Na klar. Oh, du hurengefickter Wichslappen, ey. Oh, das kleine Huni will doch nur gestreichelt werden. Ist klar. Och, nee. Scheiße neu machen oder was? Hoffentlich nicht. Aber Musik hat was. Oh, du Schwanz. Oh, du Hurensohn, ey. Die war das Ding schon am Nehmen. Und dann, oh nee, mach ich's doch nicht. Ich lass es lieber fallen. Was soll denn das für ein Müll? Das sind so diese kleinen Details, die einfach schwach sind.
Wie wär's mit Kontern? Leck mich doch. Weißt du, da machst du einen perfekten Konter und kannst angeblich kontern. Arsch lecken. Meine Fresse, aber Kampfsystem muss dieser, muss der Entwickler nochmal ran. Ja, natürlich. Och, komm schon, ihr habt doch einen Arsch offen. Oh. Wenn Moves jetzt über Praxis rausgehen. Schön, dass da ein koreanisches Model für die dargestellt hat, aber auch für die Bewegung. Aber habt ihr sie schon mal im Kampf ausprobiert, ihr Kacklappen? Natürlich nicht. Das passt einfach nicht. Na klar, ich war meilenweit weg, aber... Na klar. Was zum Schwanzmadenwichs ist das denn? Verdammter Mist. Mach mal einfach Giftschaden. Ja. Erstes Blocken so umständlich ewig. Und jetzt auch noch giftiger Boden. Boden ist Lava. Hat der Maulschlampe hinterm Hintergrund. Ich hätte ins Mikrofon geschissen. Doch am Eiersack. Ich kam bis jetzt gut durch, ne? Jetzt hast du die ersten 2 Stunden gespielt, jetzt kannst du das Spiel nicht mehr zurückgeben, weißt du? Und jetzt scheißen sie rein.
Na klar. Ja, jetzt macht ihr das gibt nichts aus, oder was? Ist immer so, die Spiele werden immer schwer und scheiße. Du wirst völlig fertig sein, noch bevor wir beim Alpha ankommen. Das ist meistens so. Die Spiele werden immer scheiß schwer oder eklig, nachdem die ersten zwei Stunden fertig sind. Und dann kannst du es halt nicht mehr zurückgeben. Muss man bei Steam-Spielen drauf achten. APE. Das ist auch so eine wie ich, ne? Der hat auch so komische Füße. Oh, ich wusste, dass du da bist. Mission gescheitert. Wir werden das Archiv schließen und zur Basis zurückkehren. Na gut. Dann mach das mal. Aber wenig Geld für eine Schnapsbar. Closed. Geht ja auch noch geschlossen. Es wäre mal schön, wenn hier ein Lager mal in der Nähe wäre. Boah, schon wieder so ein Horsey. Fertig machen, oder? Na klar. Ja, natürlich. Renn doch dauerhaft. Einfach weiterrennen. Einfach nicht aufhören. Extremes Nano. Nano-Element. Was gibt's? Nein, nein, nein! Oh. Alter Schwede, machen wir doch nicht so einen Schreckenmädel.
Reg dich nicht auf. Kann ich nicht. Roboter. Was war das gerade? Diese Maschine sammelt Relikte. Die sind selten, also nimm alle mit, die du siehst. Ah, okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Oh, das wird wieder. Badass. Oh nein! Die wussten ganz genau, warum sie das machen. So, hierzu, hier hast du noch was für heute Nacht. Aber die Finger bleiben über der Decke. Bevor ich hier weitergehe, gehe ich erstmal ans Lager. Feindkontakt. Diese widerlichen Insekten kommen direkt auf uns zu. Ich kann nicht. Sie nehmen kein Ende. So durchbohren die Verteidigungslinie. Beeilen Sie sich und evakuieren Sie die Bürger. Bitte überlebt. Tja, ich würde sagen, Testament gescheitert. Das frisst viel. Oh, Schildbrecher wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Oh nein, ich kann hier nichts craften. Schade, schade. Ich könnte das denn eigentlich mal auf WhatsApp anschreiben. Mal fragen, wo der bleibt. Er hat sich doch so gefreut bei der Demo, dass ich so aufs Maul gekriegt habe. Und jetzt kommt dieser Lunke nicht her, um sich an meinem Leid und an meinem Fluchen zu ergötzen. Gehen wir nach unten? Nein, geh einfach geradeaus weiter. Sie hat gefragt, gehen wir nach unten? Nein, geh einfach geradeaus weiter. Das läuft doch gut. Wie weit ist es noch? Wir müssen bis zu seinem Pillar machen. Dem Klärwerk vorbei. Ein Klärwerk, lecker. Es muss doch möglich sein, darüber zu kommen. Mit dem Kran dort können wir eine Brücke bauen. Ah, du Schwanzwichser! Ah, das ist eine Hochsicherheitskiste, Eve. Eve, wir brauchen Module zum Upgraden der Drohne. Fest verschlossen. Aber das Hacking-Gerät sollte das im Handumdrehen schaffen. Da ist eine Kiste, da brauche ich ein Hacking-Modul der Drohne. Das ist zwar schön, aber wo kriege ich das her? Ich bleibe jetzt hier. Ich bin jetzt genau da, wo meine Mama mich haben wollte, im Müll. Hallo, rausspringen. Danke. Thank you.
Kriegssystem-Erweiterungsmodul. Oh. Das läuft doch ganz gut. Jetzt brauche ich theoretisch nur noch einen großen. Will ich hin? Die Frage ist eher, wie. Oh, komm schon, da kannst du dich nicht festhalten. Jetzt wird es aber langsam peinlich, Eve. Jetzt wird es aber langsam peinlich. Also wenn bei jedem Lager so eine Aktivierungsmünze ist, dann hätten sie sich in meinen Augen den Kram auch sparen können. Weil da machen die Aktivierungsmünzen keinen Sinn. Wenn man mich fragt. Was man ja nicht macht. Ich weiß, dass ich da lang muss, aber ich will da noch nicht lang, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier noch einiges finden kann. Naja, muss ich hoch. Okay. Starte mal den Kran. Funktioniert nicht. Hm. Aber Strom haben wir. Seltsam. Oh, dafür brauchen wir wohl eine Schlüsselkarte. Genauer gesagt, drei. Wenn man sie für den Kran braucht, müssen sie in der Nähe sein. Welche ist wohl am nächsten? Lass dir Zeit. Nein, ich will hier runter. Wir müssen zur anderen Seite kommen. Wir könnten mit dem Kran eine Brücke bauen. Ja, ich weiß, dass wir mit dem Kran eine Brücke bauen könnten. Halbaffe. Aber lass mich doch mal die Gegend erkunden. Vor allem will ich ja nochmal darüber. In manchen Sachen viel zu selbstständig, die Kleine. In
So, da liegt noch Gold. Das nehme ich mir natürlich mit. Ist ja klar. Der Aufzug sollte funktionieren. So, den machen wir platt. Die Grafikeffekte sind schon geil. Was zum Geier? Okay, aber das muss man ja erstmal wissen. Das muss man doch erstmal wissen. Das System ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das lief besser als gedacht. So einen Film habe ich schon mal gesehen. Der Film war recht vorhersehbar und handelte von dem Sieg der Menschheit über außerirdische Monster, die die Erde überfallen. Am Anfang metzelten die Viecher die Menschen gnadenlos nieder. Selbst bewaffnete Soldaten haben keine Chance, bis die Hauptfigur erscheint. Wir übernehmen die Rolle der Soldaten. Okay. So, hier liegt noch Stuff. Dann gehen wir mal hier hoch. Boah, komm schon. Eve Mausebein, hm? Was denn los?
Der hier war gemein. Wenn der über dir steht, hast du richtig Probleme und triffst den nicht wirklich. Der war scheiße. Der war eklig. Bringt halt auch nichts, wenn du weißt, wo er ist. So, Cola Hammer, das ist okay. Au. Ja. So. Oh, komm schon. Hauptsache filigran, ne? Pragmat ist egal. Hauptsache. Was zum Was ist das? Es scheint nicht nützlich zu sein, aber sieht interessant aus. Was war das? Product Placement. Product Placement. Dosen sammeln. Haha, für Flaschenpfand für die Rente. Das ist eine Anspielung auf Deutschland. Es können dir jedes Mal erfreuliche Dinge geschehen, wenn du eine bestimmte Anzahl an Dosen einsammelst. Meint das denn auch die Dose von der Eve? War ein Spaß. Super, da haben wir doch schon mal eine von denen. Sehr gut. Jetzt die restlichen. Das muss er mir nicht zweimal sagen. Das weiß ich doch, du Vollpfosten. Oh yeah. Und jetzt auf zu ins Gesicht. Entschuldigung. Wo kommt das denn jetzt her? So, da hoch muss ich ja auch noch irgendwie, ne? Die Frage ist, wie komme ich da hoch am besten? Vielleicht hier lang? Ne, hier nicht. Muss es doch irgendwas geben. Das ist weird. Hauptsache mit dem Saldo nach oben. Das verstehe ich jetzt nicht. Da geht's doch auch nach oben. Ah ne, da geht's nach unten. Ja, wie komme ich da hoch? Ich glaube, hier sollte ich nicht hoch. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass es hier nicht hochgeht. Muss doch irgendwo lang gehen. Nee, das sieht auch nicht danach aus. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Das verstehe ich nicht. Ich weiß, dass wir hier hoch können, aber das hat jetzt auch nichts gebracht. Da kam ich nicht rüber. Oder kommen wir von hier darüber? Nee, ich befürchte nicht. Hier kam man lang, ja, das war es aber auch schon. Oder geht es hier noch weiter hoch? Nee. Hä? Warte mal, kann ich da noch ein bisschen höher? Nee. Okay. Oh, meine Fresse, leck mich doch. Das ist doch so blöd. Hoffentlich hat die eine Schlüsselkarte gespeichert. Oh, ist doch scheiße. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass der beim Ausweichen immer weg ausweicht, nicht hin. Ja, da muss ich doch irgendwie hinkommen. Oh Mann, du Wichser. So, hier bin ich hier. Geht's auch nicht weiter, ne? Nein, okay. Geht's hier vielleicht hoch? Geht's auch nicht. Yo. Das war ein fester Griff. Boom. Einfach in your face. Okay, hier habe ich die zwei. Wow, was für eine Aussicht. Das habe ich eben auch gesagt. Und das war nicht von oben. Wie es wohl vor dem Krieg hier ausgesehen hat. Was stellst du dir denn vor? Nun, alles voller süßer Jungs. Intakte Gebäude, wohlgepflegte Pflanzen und lebende Menschen. Das war's. Dir mangelt es an Fantasie. Andererseits, du warst noch nie hier.
Stell dir belebte Straßen, reine Luft und überall lächelnde Menschen vor. Hast du sowas überhaupt schon einmal gesehen, Adam? Ja, vor langer Zeit. Der ist sehr alt, der Adam. Der ist schon 180. Die globale Erderwärmung macht's möglich. Ich weiß nicht, ob ich mich ausruhen will. Sonst sind die ganzen Respawns wieder da. Nur noch eine. Ups. Das geht aber. So, und nu? Komm schnell mal zurück. Oh, fuck, falscher Knopf. Aber da drüben war ich jetzt schon, okay. Safety first. Erstmal runtergesprungen. So langsam könnte wieder ein Boss kommen, bei dem du dich schön auf... Oh, komm schon. Willst du ja nur... Willst du jetzt alle 5 Minuten einen Boss haben, der mich killt, oder was? Oh, du... Du willst auch nur Tod und Verderben sehen. Du willst mich doch nur leiden sehen. Nach dir gehen würde, würde ich Dingsbums zocken. Die ganze Zeit nur Elden Ring auf schwerster Stufe als nackter Bettler. Ohne zu leveln. Na, da unten war ich schon, da muss ich nicht zwingend nochmal hin. Kommt das? Warum will die Menschheit einen immer versagen sehen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das ganz und gar nicht. Woher kommt denn dieses "Ich will dich leiden sehen"? Alles andere ist mir egal. Halt wirklich nur noch von Schadenfreude geprägt? Ich verstehe es nicht. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich brauche es nicht zwingend. Also nicht nur, es ist mal eine nette Abwechslung, wenn jemand sich anstrengt. Aber umso mehr freue ich mich für ihn, wenn er es schafft. Naja. Ich würde dir sagen, bist du halt ein Florenzianer. Du stehst nur auf sowas, aber das würdest du mir übel nehmen. Codename Gigas wurde endlich gesichtet. Teile jetzt die Koordinaten. Mal zum Vergleich. Gigas ist stärker als jeder Nativer, dem wir bisher begegnet sind. Team Athena, macht euch bereit und begebt euch zum Einsatzort. Ah, das sind Lichteffekte. Okay, das sieht schon cool aus. Ich dachte, das wären Betten.
Du hast Werbung. Eieiei. Sowas aber auch. Einfach die Musik passt nicht dazu. Aber ich finde die Musik ganz in Ordnung. Gut. Steck sie in die Steuertafel. Oh ja, steck deine Karten in meine Steuertafel. So langsam müsste ich doch genug Polymermetall haben, damit ich mir noch was Neues basteln kann. Oder? Ja, wo komme ich jetzt wieder zurück? Ohne, dass ich gleich in den Tod springe. Das sieht doch gut aus. Ich finde die Musik in Ordnung. Das ist eine gute, entspannte Begleitmusik, die jetzt nicht nervig wird. Brücke nicht benutzen. So, ich will mal gucken. Na klar, hallo. Nice. Gefällt mir. Ja, keine Ahnung, warum du mich wieder heulen sehen willst. Hab so das Gefühl, dass das so die meiste Zeit... Ja, passt doch, was sollte doch rein.